Es wirkt so, als wäre ich hier schon gewesen. Aber es ist ja nicht. Oder? So. Ich weiß es nicht mehr. Die Höhle ist so scheißen groß. Unkompliziert. Man hat auch... Hat man eine Karte? Auf den Status wollte ich jetzt nicht. Man hat eine Karte, mehr oder weniger. Okay, die kann ich nicht verzaubern. Oh, gut. Ich dachte, ich müsste da wieder was mit dem Eiszauber machen. Muss sowieso die Axt rausholen. Streitaxt. Wir speichern nochmal eine Runde. Letztes Mal bin ich nach rechts gegangen. Geh mal nach unten. Okay, kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich wieder die Peitsche rausholen. Ja, die Fahrpeitsche ist ganz oben. Level up, ich wollte mich sowieso gerade heilen. Ich gehe, glaube ich. Reife ist, glaube ich, komplett überbewertet. Obwohl, ein paar MP mehr haben, wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Kraftschwert. Oh, das scheiß Auge kaputt. Flammaxt. Flammenpeitsche. So. Beschlossen, dann speichere eine Runde und benutze die Schlüssel, die ich nicht mehr so viele habe. 6 Stück insgesamt, jetzt beziehungsweise 5, wenn ich das hier benutze. Okay. Ein Heilbrunnen, der. Wieso kriege ich immer so Heilbrunnen, Räume oder was auch immer, wenn ich gerade ein Level-Up hatte? Oder kurz danach ein Level-Up kriege? Das ist so dumm manchmal. So, dann der Morgenstern. Ich denke mal, wenn wir nach oben gehen, würden wir da ankommen, wo wir herkamen. Deswegen ist das keine gute Idee. Erstmal die Ratte weghauen. Ich weiß nicht, was das für Viecher sein soll. Ich habe zu früh geschlagen. Da werden wir auch schön bestraft, wenn wir zu früh schlagen. Oh, wir sind auf dem Berg. Hier kommt noch ein Boss. Oder auch nicht. Sind wir überhaupt hier richtig?
Die Räume ähneln sich so sehr, dass ich dachte, ich wäre zurückgelaufen. Okay, da geht's da lang. Hier ist nix. Augenscheinlich. Okay, hier ist auch nix. Okay. Da brauche ich einen Schlüssel für, um wieder da reinzukommen. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind noch in der Höhle. Oder an einem Ort, wo es keine Karte gibt. Boss. Was bist du denn? Du bist aus Final Fantasy 1. Okay, die Arme. Oder der Kopf? Ich weiß nicht, wo ich dir Schaden mache. Bist du eigentlich eine Frau, oder? Weil ich weiß nicht, ob du Muskelbrüste hast oder Brüste. Oder beides. Vielleicht bist du eine muskulöse Frau. Mit Schlangenkörper. War ziemlich einfach. Harry besiegt, das ist tatsächlich, so heißt die nämlich im Final Fantasy 1, im Englischen glaube ich, heißt die glaube ich auch Harry. Eisschwert gefunden. Das ist aber nicht das, was ich suche. Sondern ich brauche das Excalibur. Eis. Wie stark ist das? 96. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil es bei den Gegnern das nicht wirklich viel Schaden macht. Deswegen muss ich wieder Flammenpeitsche zurückholen. Okay, hier waren wir dann also falsch. So wie es ausschaut. Oder sind wir woanders? Oder... Ich verstehe nicht, wo wir. Also, ich habe die Orientierung schon, glaube ich, vor längerem verloren. Vor allem, da kam noch die Höhle, die auch sehr verwirrend war, noch zwischendurch. Ich glaube, ich bin an einem anderen Ausgang, weil mein Robo-Chocobo. Ah, ne, der ist ja. Ich dachte, ich sollte hier irgendwo sein. Da sollte ich auch den Zilla oder wie der heißt, finden. Aber alles, was ich gefunden habe, war ein Eisschwert. Die Feuerpeitsche, die hatten wir ja vorher schon. Die mir sehr gut gefällt, by the way. Die Feuerpeitsche. Ich glaube, hier sind wir auch falsch. Ich hole meinen Robododo. Oder Chocobo, besser gesagt. Damit der nicht einfach irgendwo in der Pampa rumlungert. Ich nehme mal das Eisschwert. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich stelle das mal hier statt der Axt hin. Weil die Axt brauche ich ja nicht. Okay, die funktioniert gut gegen Fische. Oh. Die Axt brauche ich nicht. Ja, ich brauche die Axt nicht, aber so allgemein brauche ich gerade eine Axt. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Herrlich. Okay, das Eisschwert scheint ja einen Scheißdreck zu machen. Gehen wir einfach mal weiter. Okay, hier sind Pogobuschel und kleine Teufelchen. Anfangsgegner, weil ich dachte für einen Moment, der Chocobo wäre ein Gegner. Hab er vielleicht gemerkt, als ich mit dem Schwert auf ihn losging.
Wo sind wir denn hier? Warte auf mich. Ich komme in Lorien. Ah ja, wir sollten nach Lorien. König, vielen, vielen Dank. Sibba wartet im anderen Raum. Vielen Dank für was? Vielleicht muss ich das Eisschwert holen. Vielleicht war das, vielleicht habe ich da irgendwas über... Du kannst dich noch mehr tragen. Ich glaube, ich habe was übergangen. Ich werf mal oder ich benutze mal ein Superlebensenergie. Noch einen Schlüssel erhalten. Sibba, folge dem Fluss der Korallenküste ins Land. Der Schlüssel passt in der Höhle beim südlichen Riff. Das Höhlenmonster besitzt das legendäre Schwert. Mehr erfährst du, wenn du mir das Schwert bringst. Ich glaube, ich musste das Eisgedöns machen, das Eisschwert holen, damit der König mich zu Sibba lässt. Beschlossen. Schlüssel. Hallo, guten Morgen. Waffe, Stern. Hier ist auch nicht einfach Ende im Gelände. Sollte ich den Schlüssel für Hallo und Guten Morgen verwenden wollen? Okay. Nochmal das Eisschwertchen. Oder ich nehme das Kraftschwert, das ist zwar ein bisschen schwächer, aber damit kann ich, glaube ich, mehr töten. Wo genau war das? Süden, südlich, den Fluss zum Korallengedöns. Und dann den Schlüssel benutzen. Ich muss da mein Dodo mitnehmen. Mein Chocobo. Juwelen gefunden. Kann man gut verkaufen, wenn ich einen Händler finde. Aber habe ich nicht eigentlich... Ich habe den Schlüssel jetzt, ne? Dinge. Noch ein Schlüssel, ja, genau. Ein Level Up. Ich gehe noch mal ein bisschen in die Reife. Gehen wir einfach weiter. Als Monkey kriegst du so viel ab. Dann fragen wir unseren Chocobo. Willst du mal? Okay, ich durfte nicht da drauf sein. Okay, das hier ist ja nur, wie gesagt, das Anfangsgebiet. Da komme ich nicht weiter. Aus irgendeinem Grund. Küstengedöns. Den Fluss folgen zum Küstenzeug. Vielleicht den Fluss? Nein, da komme ich schon nicht weiter, weil da eine Brücke im Weg ist. Da kamen wir her. Das soll im Süden sein. Vielleicht im Süden von dem hier? Hier kann ich nicht anhand. Meine Fresse, was ist denn hier für eine Party? Oder kann ich einfach ans Land, wenn ich A drücke? Nein. Das ist ein springender Fuß. Hier gibt es auch den Secret of Mana. Da ist die Höhle. Ich muss dem Fluss folgen. Okay, wir sehen erstmal das ganze Gebiet und
Okay. Das ist anscheinend der falsche Fluss, den ich folgen muss. Was passiert, wenn ich aufhöre? Ich kann nicht auf dem Wasser laufen. Meine Fresse, was ist das hier für ein Käse? So viele Seepers, die alle ihre Kacke da einsetzen. Da kann ich absteigen, aber vielleicht auch woanders. Okay, hier sind wir auch wieder im Anfangsgebiet, ich erinnere mich. Dass das alles so miteinander direkt verbunden ist, das ist ziemlich cool. Ich sollte hier absteigen und nochmal speichern. Fliegen ja Wochen. Ich hab die schon komisch gefunden in Secret of Mana, aber hier. Ja, okay, ob ich die hier komisch finde, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Die Füße meine ich, die Vogelfüße ohne Vogel. Ich gehe mal auf der Seite hier noch weiter, bevor wir uns da rüberpeitschen. Okay, hier sind die ganzen Seepers. Ja, da können wir uns mal kurz rüberpeitschen. Hier, Flammen. Okay, ich muss aufladen. Salbe, nicht ruhen. Jetzt ist der Controller wieder im Eimer. Im Eimer ist er ja nicht ganz. Der funktioniert ja noch. Einigermaßen. Okay, wo laufen wir denn hier hin? Ich weiß, dass ich hier voll falsch laufe. Ich hab die Tür schon gesehen, aber ich möchte trotzdem sehen, was es hier so gibt. Okay, hier ist ein Händler wahrscheinlich. Ein Waffenhändler. Eisrüstung. Die ich einfach mal kaufe, weil ich hoffe, die ist besser als die Flammenrüstung, die ich trage. Weil mittlerweile kann man das nicht mehr so sagen, weil das Spiel nicht mehr so mega linear ist. Um zu sehen, okay, 94 habe ich. 102, okay, die ist auf jeden Fall besser. Ich verstehe die Schilde nicht, weil die geben mir keine Werte. Warum Eis auch immer besser ist als Flammen? Muss man nicht wissen, ne? Ich dachte umgekehrt. Okay, damit kann ich sie nicht angreifen. Ich töte nicht mal jeden Gegner, ne? Ich weiß nicht, wie intelligent das ist. Okay, hier kamen wir dann daher. Aber manchmal sind die auch auf der anderen Seite und da will ich auch nicht mehr rüber und deswegen besiege ich die dann auch einfach nicht. Ich wollte auf Magie gehen. Ich wollte mich nämlich ein bisschen heilen. Wird die Magie größer, je mehr man wartet, also die Leiste da unten auffüllen lässt? Ja, ich glaube, die wird ein bisschen besser.
Was sind denn hier mit den Dingern? Das sieht aus wie Stein, deswegen würde ich sagen Morgenstern. Das ist auch richtig so. Und Schildkröten würde ich auch sagen Morgenstern. Ich glaube, ich muss nach unten, deswegen gehe ich erstmal nach links. Da ist irgendwie eine Mauer. Eine Schlossmauer. Wenn ich tragen kann, nee, kann ich nicht. Verkaufe ich was? Ich glaube, ich verkaufe Supermagie. Und kauf noch einen Schlüssel. Oder vier. Einer Zahl. Was habe ich für eine Waffe? Den Morgenstern habe ich gerade. Den behalten wir auch noch eine Weile, weil hier über diese fliegenden Felsen sind. Okay, wir sollten am besten hier wieder weggehen, weil hier so viele Sepias sind, die mich alle angreifen. Wo war nochmal das Schwert? In der Höhle oder in der Schloss oder so? Naja, doch, in der Höhle, die wir aufschließen müssen mit den Knochenschlüsseln. Ich erinnere mich. Gehen wir hier rüber. Hier geht's nicht lang. Gehen wir mal hier rein. Was hast du denn? Eine Lanze? Wird wahrscheinlich besser als der Speer sein. Speicher mal. Wollte eigentlich aber nicht. Sondern ich muss auf Waffe gehen. Die Sichel kann ich mal wegtun. Wo ist denn die Lanze? Oder habe ich die nicht gekauft, weil ich keinen Platz habe? Okay, ich habe zu viel Gegenstände. Ausrüstung. Da verkaufe ich mal die Flammenrüstung. Und das Breitschwert direkt. Weil das werde ich gar nicht mehr brauchen. Und die schlechteren Varianten der Waffen, die verkaufe ich auch irgendwann, wenn ich keinen Platz mehr habe. Wie sieht es denn mit der Lanze aus? 102, okay. Aber die werfe ich nicht immer, ne? Die werfe ich genauso wie den Speer, wenn ich auf... wenn die Leiste voll ist. Ich komme hier nicht durch, ne? Nein. Ich muss von der anderen Seite kommen. Und wenn wir Glück haben, brauche ich jetzt nicht den Morgenstern nochmal rausholen. Natürlich muss ich den Morgenstern rausholen. Okay. Streitaxt, Kraftschwert, Flammen. Hier, das Kraftschwert kann ich wegtun, weil wir das Eisschwert mittlerweile haben. Dann mache ich da den Stern hin und den Stern im Raum auch. Ja, das Sepia wieder. Das sieht halt aus wie ein Sepia, ne? Aber das hier kam vor Pokémon, lange vor Pokémon raus, glaube ich. Ich weiß gar nicht wann. Habe ich ein bisschen vergessen, wann das Spiel hier rauskam. Level up, wunderherrlich. Ich gehe nochmal in Reife ein bisschen, damit wir einfach nur die MP kriegen.
Vielleicht sollte ich aber auch noch ein bisschen in Kraft gehen. Ich glaube, da unten waren wir schon mal und haben die fliegende Felsen mal gesehen. Da habe ich mich gefragt, was sind da für fliegende Felsen oder sowas in der Richtung. Okay, Händler, aber das ist nur ein normaler Händler, ne? Ich kann nicht mal pennen. Also uninteressant erstmal. Okay, da kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Aber ich möchte tatsächlich mich erstmal noch weiter hier erkundigen, was es hier so gibt. Ah, hier sind wir dann. Hier waren wir auch schon auf der anderen Seite. Und dann sind hier die ganzen Sepia. Die Sepia-Party, die wir mal hier hatten, aber jetzt sind sie auch alle weg. Da waren jetzt nur noch ein Sepia. Die heißen doch so, ne? Die Pokémon. Sepia. Die Weiterentwicklung ist Seemon, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Sedra ist dann die Weiterentwicklung davon? Ich weiß es nicht mehr. Pokémon ist auch schon ein bisschen länger bei mir her, dass ich im Pokémon ein Sepia gesehen habe. Beschossen. Ja, wir können speichern, wollte ich zwar nicht, aber... So, dann Dinge. Knochenschlüssel. Warte auf mich. Wieder eine Höhle. Ich gehe mal auf die Lanze, weil das ist, glaube ich, das Stärkste, was wir gerade haben. Und vielleicht tötet das auch ein bisschen mehr. Das ist nur der Morgenstern, der tötet ja nicht alles. Und der Sepia. Okay, der tötet die Sepia. Oder Seepferdchen. Wenn du das so haben willst. Okay, ich... Nein. Kein Select drücken. Ich hoffe, wir brauchen nicht so viele Schlüssel. Okay, da ist zum Aufmachen. Guck erstmal, was wir hier auf den normalen Weg haben. Nur eine Höhle mit Sepia. Seepferdchen, was auch immer. Das war hier, ne? Was haben wir denn hier Feines? Okay. Weil das hier ein Rätsel war, würde ich sagen, beim Rätsel geht's weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Da ist so ein Krabbel. Es ist so krass, dass man am Anfang voll fragil war und die ganze Zeit Schaden bekommen hat. Durch alles, quasi. Und jetzt bin ich so stark, dass mir alles scheißegal ist. Ich krieg Schläge ins Gesicht und mir ist das egal. Es ist krass, wie sich das Spiel gewandelt hat. Von der Stärke des Spielers her. Der Spielfigur, meine ich. Ich meine, ich habe auch sehr viel in Immunität und Stärke rein investiert oder Kraft oder wie das hier heißt.
Okay, da geht's auf. Erstmal gucken, wo es hier dann geht. Ich speichere mal, weil ich das, glaube ich, schon länger nicht mal gemacht habe, nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht mal gespeichert. Der Morgenschein ist voll praktisch, weil man macht die Wände direkt kaputt, wenn man den ausgerüstet hat. Außerdem besiegt er die meisten Gegner. Was haben wir denn hier Feines? Lieber mal speichern. Weil ich nicht weiß, ob hier ein Gegner, also ein Boss ist. Oh, ein Kraken. Da nehme ich die Lanze, weil das ist, glaube ich, das Stärkste, was ich habe. Und dann nehme ich meinen Lebenszauber. Woher soll ich denn wissen, welchen Tentakel er da benutzt? Ich schalte mal ein bisschen. Weil es sieht so aus, als könnte man das voraussehen, aber dem ist das einfach scheißegal und der benutzt einfach irgendeinen Tentakel. Und ich krieg noch natürlich von der Kraft, von der Explosion Darke bezwungen. Von der Explosion einen ab. Okay, dann gehen wir hier weiter. Durch die Höhle. Wir sind komplett woanders. Okay. Böse Schildkröte. Also wir sind durch die Höhle, um zur Höhle zu kommen, wo wir hin müssen. Okay, das ist ja komisch. Hier sind auch viel stärkere Gegner anscheinend. Okay, ich gehe erstmal hier gucken. Ich gehe nochmal raus, denn ich bin am Überlegen, ob ich hier beende. Ich mache erstmal eine Pause auf jeden Fall. So. Ja, die Aufnahme läuft wieder. Ich habe mich entschieden, ich werde erstmal hier aufhören. Ich habe mir gerade Brot geschmiert und das werde ich jetzt erst. Ich muss erstmal gehen. Ja, ich kann sagen, dass ich ein bisschen müde bin. Ich speichere nochmal, weil ich mir nicht sicher bin. Ich höre jetzt auch auf, nicht nur weil ich mir Brot geschmiert habe, sondern auch weil ich Angst habe, dass die Aufnahme wieder corrupted ist. Also dass ja wieder irgendwie ein Glitch ist in der Audioaufnahme, der Ingame-Audioaufnahme. Und ich möchte das verhindern. Und wenn das da ist, dann lieber eine kurze Aufnahme, trotzdem in Anführungsstrichen eineinhalb Stunden, als eine 3-Stunden-Aufnahme, die ich dann flicken muss. Das war nicht so geil. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.